Bei der Erstellung der Redox-Gleichung startest du mit der Wortgleichung. Diese formulierst du einfach im ersten Schritt. In unserem Fall ist es Magnesium und Sauerstoff reagiert zu Magnesiumoxid. Du solltest auf jeden Fall eine Sache bereits im Hinterkopf behalten. Gasförmige Reaktionspartner wie Sauerstoff kommen als zweiatomige Moleküle vor, also O2. Dies solltest du dir auf jeden Fall irgendwo an den Rand schreiben und für einen späteren Schritt merken. Schritt 1. Entscheide dich, welche Teilchen Elektronen abgeben. Ein Hinweis darauf findest du im Periodensystem. Elemente der ersten bis dritten Hauptgruppe geben Elektronen ab. Das sind sogenannte Elektronendonatoren. Magnesium findest du in der zweiten Hauptgruppe, dritte Periode, hat also zwei Valenzelektronen, die abgegeben werden können. Die Zahl der Hauptgruppe bestimmt also die Abgabe an Elektronen. Was bedeutet das dann für unsere Teilgleichung der Oxidation? Wir haben Magnesium vorliegen. Dies oxidiert zu einem Magnesiumion, zweifach positiv geladen, unter Abgabe von zwei Valenzelektronen. Schritt Nummer 2. Entscheide dich, wie viele Elektronen der Reaktionspartner aufnehmen kann. Auch hier findest du wieder die Hinweise dazu im Periodensystem. Elemente der vierten bis siebten Hauptgruppe nehmen in der Regel Elektronen auf, sind also Elektronenakzeptoren. Sauerstoff findest du in der sechsten Hauptgruppe und in der zweiten Periode. Die Anzahl oder die Zahl der Hauptgruppe gibt jetzt einen Hinweis darauf, wie viele Elektronen Sauerstoff aufnehmen kann. Dafür hilft dir die Oktettregel weiter. Sauerstoff befindet sich in der sechsten Hauptgruppe. Das Ziel von Sauerstoff ist es demnach, eine volle Schale mit 8 Valenzelektronen zu bekommen. Wir haben also 8 minus 6 Valenzelektronen, die Sauerstoff bereits besitzt, führt dazu, dass Sauerstoff noch 2 Elektronen aufnehmen kann. Das bedeutet für unsere Teilgleichung der Reduktion, ein Sauerstoffatom nimmt zwei Valenzelektronen auf oder zwei Elektronen auf und wird so zu einem Oxidion, welches zweifach negativ ist, reduziert. Aber Achtung, vergiss nicht, dass Sauerstoff ein zweiatomiges Molekül darstellt, also O2. Das Einzige, was du nun machen musst, ist die Teilgleichung, die du bereits formuliert hast, mit 2 zu multiplizieren, sodass du am Ende O2 plus 4E minus reagiert zu 2 O2 minus dort stehen hast. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 3. Hier gleichst du die Teilgleichungen aus. Stichwort ist hier das KGV. Das kleinste gemeinsame Vielfache. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 4 ist 4, sodass du am Ende nur die Oxidationsgleichung ausgleichen musst, indem du diese mit 2 multiplizierst. So haben wir eine vervollständigte Oxidationsgleichung von 2 Magnesium, welche zu 2 Magnesiumionen oxidiert werden unter der Abgabe von 4 Elektronen. Unsere Reduktionsgleichung bleibt bestehen. Schritt Nummer 4. Nun formulierst du die Gesamtgleichung der Redoxreaktion. Dafür werden die Teilgleichungen der Oxidation und Reduktion miteinander addiert. Da auf der linken und rechten Seite des Reaktionspfeils die gleiche Anzahl an Elektronen vorhanden sind, kürzen die sich einfach raus. So kannst du abschließend
folgende Redoxgleichung formulieren. 2 Magnesium reagieren mit Sauerstoff zu 2 Magnesium 2 plus Ionen plus 2 O2 minus Ionen.